Heute mache ich euch ein Video über dieses angebliche Schneesturmchaos, das gerade über uns herzieht. Ich mache es in die Richtung, da sehe ich nämlich gar nichts mehr. Da muss ich eher Sonnenbrille aufziehen. Und ich weiß, gut, ich erkläre es euch, woher es kommt. Weil wir ja gestern noch hier der Godzilla hattet. Vorgestern war der Godzilla und Godzilla der Sandsturm. Und heute ist im Norden. Das ist da, wo das Moos in die Richtung guckt, an die Bäume. Dahinter, da haben wir, da ist der Norden, da geht es Richtung Kurt. Der hat mir vorher geschrieben, hat er gesagt, hallo, in Norddeutschland, mir in Mitteldeutschland oder NRW oder wo auch immer der Kurt ist, da hat es Schneechaos. Aber das kann ich ja gar nicht glauben, weil das ist mein Schneechaos momentan. Wenn ich extra Sonnenbrille aufziehen müsse, da sieht man nämlich nichts mehr, ja. So scheint die Sonne bei uns. Und es ist aber so, will das kurz erklären, der Schneesturm, den gibt es natürlich tatsächlich da oben. Von der einen Seite ist das Wetter gekommen, halb. Es gab eine große Wetterbewegung, ein großer Windpuster, der ging in die Richtung, Richtung Norddeutschland, ja. Und das war dieser Sand, der da gekommen ist. Das ist ein Ereignis. Das hieß letztes Jahr Godzilla. Dieses Jahr Godzilla 2021. Dann hat es den Sand runterblasen. Aber gleichzeitig ist da oben was passiert. Also, was heißt da oben was passiert? Da hat es Norden, ganz oben im Norden, da ist ja so ein Käppele. Und das Käppele, das heißt Nordpol. Und um den Nordpol, da kreist immer so ein Luftwirbel, weil die Erde dreht sich hier unten durch und dann entsteht eigentlich immer so ein Wirbel, beziehungsweise wenn Luft strömt, wenn es kalt wird, strömt die Luft runter und also die sinkt ab und oben sinkt dann raus und wenn die Erde sich dreht, dann dreht sich das. Jetzt ist dieser Wirbel immer da und dieser Wirbel, der hat dieses Jahr, ist ja ein Hergang, der bricht jetzt immer wieder mal aus. Und zwar kochelt es und dann hat er so Flanke gemacht. So Flanke. Und dieser Schwenker ist jetzt durch Mitteldeutschland durch. Der ist gekommen von Schweden und hat so einen Schwenker gemacht. Durch Berlin durch Richtung NRW. Und hat die wie ein Düse-Effekt, hat das Zeugs lang gehaut. Und dieser Düse-Effekt, der löst sich jetzt dann auf, also so ein Schlinger und der kommt jetzt runter. Und da unten sind wir. Hier sind wir. Und das Video mache ich als Vorbereitung, weil demnächst ja der Schnee bei uns zuschlägt. Minus 10 Grad soll es geben. Minus 10. Ich habe schon einen Handschuh und einen Schal und eine Sonnenbrille, falls dann Sonne doch wieder kommt, ja. Also auf jeden Fall schlägt er zu und das Video ist zur Vorbereitung, weil ich es ja kaum glauben kann. Ja. Und wir hatten so seltsame Wetterphänomene, haben wir ja ab und zu mal wieder vor 5 Jahren. Da hat man auch das Satellitenbild gesehen, da galt die Regel, wenn immer mal was nicht stimmt, dann ist es Russenwind. In dem Fall war es sogar Russenwind, der kam vom Westen. Aber so von oben, da konnte man sehen, von den Eisblättern her, ging so ein, über mehrere tausend Kilometer so ein Luftwirbel direkt zu uns. Da ist mein Häsle gefroren, ja, und war richtig kalt. Von daher, dieses Mal, wenn immer mal was nicht stimmt, dann ist es Russenwind. Dieses Mal kommt er nämlich aus dem Osten, der Wind. Wenn ihr mal guckt, ihr müsst euch Richtung Norden stellen und dann seht ihr das von rechter Seite. Wenn ihr nach Süden guckt, da wo es kein Moos gibt, oder wenn er aufs Moos zuguckt von den Bäumen, dann ist es Süden. Dann seht ihr auf der, wenn er nach unten guckt, auf jeden Fall sieht er, wenn er nach unten guckt, dann seht ihr es auf der rechten Seite, so rum. Da ist dann der Westen. Da kommt er vom Westen. Und dann sonst dann von Russenwind von links. Okay, verwirrend. Also ihr nehmt den Nord, ihr nehmt euer Handy und schaltet das Navigationsding ein. Und wenn er nach Norden guckt, dann ist rechts ist Osten. Da steht es auch, glaube ich, drauf auf dem Ding. Und wenn immer mal was nicht stimmt, dann ist das Russenwind, hat uns schon der Nachbar gesagt. Hier damals, der Nachbar Müller. Nachbar Müller lebt leider nicht mehr. Aber
Aber der guckt jetzt aus dem Himmel zu, von oben. Bisschen traurig. Okay, und demnächst kommt das auf, das wollte ich sagen. Okay? Wir geben ihm Bescheid, wenn er dann aus dem Schnee nicht mehr rausguckt, wenn es so 2 Meter Schnee lag und unser Schmidti-Schneepflug lang fährt.